Guten Tag! Hallo? Hallo? Synchro, hallo. Wo bist du? Ich bin draußen. Aber du wirst mich nicht sehen, weil ich bin unsichtbar. Was? Ist der überall unsichtbare Zeugs draufgehauen oder was? Nee, es gibt ein Modul, das macht, das heißt Camouflage. Das macht dich unsichtbar. Aber ich habe gerade noch Probleme damit, wieder sichtbar zu werden. Ja, du musst ja einfach einspeichern, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Also, ja, ich musste es dir als Befehl einspeichern, aber das funktioniert so nicht. Active Camouflage. Du hast ganz schön viele Ressourcen dafür draufgehauen. Nein, habe ich nicht. Nein. Hast du schon. Schäm dich. Ich werde nicht mehr sichtbar. Oh. Oh Gott. Ich sehe dein Schwert. Hallo. Oh, Alter. Die Portal Gun. Das Problem ist nämlich, ich habe jetzt extra eine Taste zugewiesen. Aber? Ey, das ist ganz komisch. Normal sind die doch rot, die Buchstaben, ne? Nein, weiß. Ne, ich meine jetzt unter K. In so einem roten Rahmen, wenn ich da was zuweise, aber... Was ja, aber in so einem roten Feld. Nein. Bei mir schon. Bei mir nicht. Wieso klappt das? Hey, warum wird das aber doppelt zugewiesen? Ich verstehe das nicht. Schabo. Das ist ganz, ganz komisch. Ich kann das nicht erklären. So, herzlich das kommt willkommen jetzt einfach, zurück zu Schabos Kompetenz. Es kommt jetzt mal in Müll, so fertig. Alles in Müll. Runtergehauen. Nee, nee. Das bleibt jetzt schön drauf. Ich probiere es nochmal neu. Press Any Key. Ich habe leider keinen Any Key. Oh, nee. Ich bin Any Key Skywalker. Ich bräuchte echt mal eine Tastatur, wo ein Any Key drauf ist. Ja, das wäre geil. Eigentlich schon. So, mal sehen. Funktioniert das jetzt? Boah, jetzt geht's. Ich bin wieder sichtbar, Raffi. Warte, ich komme. Wo bist du? Bestimmt. Du bist unten, ne? Ja, hier bin ich. Oh mein Gott, hallo. Warte, wo? Bist du jetzt auch unsichtbar? Achso, pass auf. Wo ist er hin? Oh mein Gott. Oh, ein Geist. Oh Mann. Ich stand genau hinter dir. Oh, jetzt kann man geil Slender spielen. Wo? Oh. Nice! Das ist ein nettes Spielzeug, was man nicht braucht, aber ja, ich wollte es mal probieren. Ist ganz nett. Und hat ja auch nicht so viele Ressourcen gekostet. Eben. Was? Eben. Siehst du, du hast mir zugestimmt. Du darfst diese Antwort nicht zurücknehmen. Doch. So, ich will nur noch schnell drei Basic, diese Plates draufhauen. Basic Plating. Und dann bin ich auch fertig mit der Rüstung. Dann kümmern wir uns heute wieder so ein bisschen um Raffis Zimmer. Yay. Das geht ja mal so gar nicht klar. Oh, denn der hat ja schon wieder rumgemeckert, dass da nichts vorangeht. Ist auch. Deswegen. Ist auch so. Ja, du könntest doch mal selbst dein Zimmer einrichten. Das tut mir echt leid. Nein. Und wie ich sehe, haben wir jetzt unseren Cube getrademarkt. Ja. Das ist eine sehr nette Idee. Muss ich sagen, gefällt mir sehr. So, drei Basic Plates. Was machst du? Ich habe gerade versucht, die Lava aus der Quarry rauszutun. Ich habe mich leicht verbrannt. Okay, das macht man aber nicht. Es tut auch ziemlich weh. Aber gut, dass ich hier die Wasserbucket habe. Wie groß stelle ich die denn ein? Weißt du, was cool wäre? Wenn man Wasserbucket benutzt, dass es dann aus den 200 wieder einen neuen nimmt. Also wieder auffüllt praktisch. Wegen einer unendlichen Quelle, oder was? Ja. Ja, toll. Da würde sich das auch voll lohnen, wenn man das einstellt, ne? So, jetzt ist mein Anzug, glaube ich, ziemlich schwer, oder? Hier ist ein Lavasee. In der Quarry. Ich glaube, ich brauche noch die Boost-Schuhe, ne? Also die Jetpack-Schuhe. Jet-Boots, weißt du? Ja, weil im Moment gehe ich immer runter. Ich kann nicht nach oben fliegen. Doch, jetzt schon, aber wenn ich zum Beispiel sprint und fliege, mache ich immer einen Bogen nach unten. Ja, bist auch ziemlich fett. Liegt das vielleicht an meinen dicken Platten, die ich angelegt habe? Was für dicke Platten? Die Heatsinks. Die habe ich ja voll eingestellt. Wo sind die? Auf jedem Teil. Habe ich gerade jetzt mal so auf 5 Kilo gestellt, aber... Ja, das ist ziemlich viel. Basic Plating. Oder was hast du für Ressourcen verhaust, weißt du? Was hast du denn... Ich habe dich gefragt, ob du das auch hast. Hast du ja gesagt? Nein, Item... nein, ich habe es... Ich habe dich in der letzten Folge gefragt. Ich habe dich trotzdem gefragt. Deswegen habe ich trotzdem nicht drauf. Weißt du, schau, der Schabo, der schrottet einfach mal so eine ganze Rüstung, dann macht er sich eine neue und macht die noch teurer. Ja, wieso auch nicht?
Ja, weil... Also muss ich doch... Weißt du, wenn ich leide hier unter gerade einem Trauma, ja, und ich muss mir jetzt auch mal was gönnen. Und ich weiß, du bist ein Einzelkind, du weißt nicht, was gönnen bedeutet. Doch, weiß ich schon. Ja, deswegen versuche ich dir das jetzt beizubringen, indem ich mir einfach mache, was ich möchte. Okay, aber ich kümmere mich jetzt weiter um dein Zimmer. Das ist aber nett. Achso, nee, es gibt doch bestimmt anderes, ne? Nee, ich such was. Ich schau mal, dass ich ein bisschen was mit Zaumkräften mache vielleicht. So ein paar neue Rezepte erforsche. Ja, du kannst mir auch sagen, was du dafür brauchst, dann können wir das so ein bisschen zusammen machen. Ich meine, es lohnt sich ja sowieso nicht, dass wir das jeder für sich machen, ne? Eben. Ich brauch Papa. Eigentlich könnte ich jetzt im Internet nachschauen, was man dafür braucht, wenn ich das Rezept schon habe, aber... Nee. Das ist immer ein bisschen läppsch, ne? Ich meine, wir haben eigentlich alles, ne? Wir können auch fast alles herstellen. Ja, eben, aber sonst müssen wir halt jedes Material einmal nehmen und schauen, ob es da reinpasst. Das ist halt ein bisschen nervig. Also willst du jetzt doch nachgucken? War das jetzt das, was du eigentlich sagen wolltest? Ja. Ich dachte, jetzt kommt so ein Aber, wir machen das nicht, weil wir cool sind. Nein. Aber wir machen das, weil wir uncool sind. Okay, da machen wir das. Gut. Was gibt's denn so für coole Fences? Gibt's fancy Fences? Oh. Dörte vielleicht auch noch. Oder 27k Dörte. Ah, das sind doch mal schöne Zäune, die nehmen wir. Die nehme ich, sind gekauft. Ich kauf gerade einen für dein Zimmer. Bin übrigens im Baumarkt. Kann man sich Leather irgendwie machen? Weiß ich nicht. Wir haben doch immer die Kühe zweimal geschoren. Das hat denen doch so viel Spaß gemacht. Nee. Schade. Jo, dann das da vielleicht. Na, nicht okay. Ich überlege vielleicht. Irgendwas. Ah, auch nicht okay. Vielleicht das da. Auch nicht. Na gut, dann höre ich auf, ich habe keinen Bock mehr. Achso, verdammt, ich brauche mehr. Nein. Ich mach Bullshit. Nein, schon wieder. Wieso nur? Warum machst du sowas, Schabo? Ich weiß nicht. Ich bin auch traurig. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Arbeitest du gerade in meinem Zimmer? Ja. Okay. Also eigentlich nicht, wofür ich mich schämen müsste, ne? Hohohoho. Wieso? Ist doch schön. Das wollte ich damit sagen. Was war das denn für eine Reaktion? Hohoho. Keine Ahnung, ich wollte Weihnachtsmann spielen. Achso, okay. So, das gefällt mir aber nicht. Nee. Was macht die Kuh hier? Du brauchst ein Tier, Raffi, das ist ein Tierzimmer. Nein, aber... Warum mach ich das? Aber... Dann nimm sie wieder raus, wenn sie dir nicht gefällt. Wenn dann schon Hasen. Wir haben ja keine Hasen. Du kriegst kein Play Bunny. Nicht? Da haben wir einen Mod drauf, wo es einen gibt. Oder einen. Das Modpack ist uns nicht groß genug. Wir brauchen mehr Mods. Der wichtigste Mod fehlt. Ja, dann, wie gesagt, wenn dir das Tier nicht gefällt oder du ein anderes haben möchtest, musst du es sagen. Ich dachte, ich hole erstmal nur eins. Also wenn, dann will ich ein Schaf. Okay, dann holen wir jetzt ein Schaf. Hast du ein Safari noch dabei? Ja, ich habe eins dabei. Was für eins? Welche Farbe? Ich glaub's dann selber. Dann kriegst du ein unschuldiges Weißes. Okay. Du musst noch kurz die richtige Farbe machen. Welches wird das? Wirst du gleich sehen. Bunt. Mach bunt. Okay. Ach, bunt geht ja noch nicht. Das geht erst später. Echt? Du kannst mit einem Namensschild, ich weiß gar nicht, was man draufhauen muss. Was? Warum geht das? Ich glaube, du musst das Jeb Unterstrich nennen und dann hat das so eine Regenbogenfarbe. Dann wechselt das die ganze Zeit die Farbe. Oh. Cool. Ja, die Minecraft-Macher, das sind echte Witzbolde, ne? Ja, die lassen sich auf auf Wesentliche. Die lassen sich die ganze Zeit nur so Bullshit einfallen. Ich nenne ihn Schavo. Oh. Sowas brauche ich für mein Zimmer. Und das machst du schwarz und dann ist ihn Raffi. Nein. Oh. Ich brauch was pinkes Flausch. Mein Zimmer ist es immer noch der Hammer. Ich liebe es. Oh Mann. Immerhin habe ich ein schickes Auto. Ja, das stimmt. Aber sonst bin ich hier ganz zufrieden. Bei dir. Ja, wir müssen noch eine Brücke bauen, ne? Ja, ich mach gerade den Fluss. Also ich hole gerade ein Wasserbucket. Achso, okay. Ich habe hier nur mal so ein bisschen freigegraben. Ich wusste nicht, ob du das selbst machen willst. Weil da muss ja noch die Brücke rein und sowas, ne? Ja, was macht man das? Aus Junglewood. Ja. Ist halt immer schwer so... Achso, wir wollten noch einen zweiten Baumstamm reinmachen, ne?
Weil sonst sieht das doch so. Achso, ja. Ja. Ich hol mal gerade was. Die Dschungle. Ich nehme noch mal ein bisschen Blätter mit. Wer weiß, ob wir sie brauchen, aber. Das Wasser ist schon wieder voll crazy. Wieso? Funktioniert's nicht? Ja. So. Hm, sehr schön. Mit. Okay. Mit was? Mit einem Jungle Woods Lab, oder? Ja, die anderen sind auf jeden Fall zu breit. Ne? Warte, aber ich habe voll die perfekte Idee. Jetzt pass auf. Ich mach's selber, okay? Okay, mach. Oder Mathe, mit. Warte, mit Jungle, weil ich hatte schon mal was Besseres schaut. So, eine Saw bitte. Saw 1 oder Saw 2 oder 3? 2 Saws. Gerade hast du doch einen Saw gesagt. Ja, aber einmal zweiten Saw. Mann, oh. Wieso geht denn das nicht? Ja, weil du es irgendwo hinsetzen musst. Das ist dann, ja, genau so. Wo sind hier? Ich dachte, hier ist irgendwo ein Crafting Table. Der ist auch da. Wo? Neben dem Baumstamm, unter dem Blatt. Ah, da. Hat sich voll gut eingeblendet. Ja, ne? Ist ja Absicht. Sondern hast du hier noch so einen Baumstamm. Ich weiß nicht, ob der dir jetzt zu nah ist, aber. Ach so, sieht das mit dem Durchgang eigentlich ganz schick aus. Gar nicht mal so ohne. Jetzt bin ich auch mal gespannt, was du für eine Idee hast. Kann ja eigentlich nichts Gutes bei rumkommen. Ohohoho. So, machen noch ein paar. Oh, guck mal, ist sogar eine Blume gespawnt. So. Das ist mal ein wildes Zimmer. Mal schauen, ob das gut ausschaut. Irgendwie ich will es sehen. Dass ich irgendwie hier so mache. Hier so und hier wieder so. Oh, das ist nice. Doch, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist wenigstens mal was Dünnes, ne? Passt eigentlich willst so, du, oder? Willst du vielleicht doppelt machen oder willst du nur einfach? Wie doppelt? Ja, dass du hier auch noch einmachst. Das gleich hier drüben nochmal. Ach so, nee, ich hatte einfach gesagt. Ja, auf jeden Fall ist das cool, weil so mit Slabs, das ist immer noch ziemlich dick, ne? Ja. Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Das ist cool. Kann man lassen, oder? Ja. Ja, hab ich auch mal was Gutes gemacht. Ja, dein Zimmer, das nimmt auch langsam Form an hier, ne? Mhm. Ich fühle mich schon richtig wohl. Muss ich mich direkt ausziehen. Oh. Weil dann mache ich nur eins. Jetzt sehe ich dein Baumwiel noch. Dein Brot. Ey, Brot, hier geblieben. Sack. Ich hau mir das jetzt auch drauf, du kannst mich mal. Es ist schon irgendwie lustig, ne? Also man braucht das so gar nicht. Aber wenn man den. Siehst du, du siehst da meinen Namen, oder? Oh ne, der ist auch weg wahrscheinlich, ne? Geil. Du siehst nur die Blubberblasen um mich herum. Hologramm im Mitte. Das ist bestimmt voll teuer. Ich schau mal. Nee, die sind günstig. Du brauchst aber dafür Rosenrot und das ist eher selten. Ja, ich habe auch schon ein bisschen abgegrast. Rosenrot, nein. Holo. Wir haben auch keine Rosen, von daher ist es eigentlich ziemlich egal. Ach so, okay. Was wollte ich denn? Ich wollte eine Lampe. Kannst du mal fertig bauen? Ja, ich bin ja dabei. Mach doch mal. Force Field. Mach geschmeidig. Control. Jetzt, du stehst immer im Weg und ich sehe dich nicht. Ich schlag immer gegen dich und nicht gegen das System. Oh Gott. Und was war das andere? Force Fields. Wie hieß denn das andere nochmal? Lantern, glaube ich, oder? Ja, hallo? Fehlt dir irgendwas? Na, dann mach doch. Ich weiß nicht, du bist unentspannt heute. Wie wär's mit einer Kommentarfrage? Vielleicht entspanne ich mich dann. Mhm, okay, dann hau mal eine raus. Okay. Bist du okay mit? Ja, ich bin d'accord. Okay. Je suis d'accord. Mon amour. Und zwar von Foenil oder Föenil. Vagina Doppelpunkt. Ist das Video schneiden und rendern eigentlich sehr lästig und wie fühlt man sich so, wenn von einem erwartet wird, dass man regelmäßig Videos hochlädt? Lassen wir die Frage kurz sacken. Er hat Sack gesagt. Wie dumm. Okay. Also das mit dem Rendern und Schneiden, ich sag mal, das hält sich in Grenzen. Jetzt so bei normalen Aufnahmen gehört ja nicht viel dazu. Ich leg das übereinander, ich guck, dass die Lautstärken passen und dann rendere ich das, dann geht das auch ganz zügig. Und da mein PC ja im Wohnzimmer steht, höre ich auch, wenn der PC fertig ist, starte direkt die nächste Folge mit Rendern und so weiter. Also das ist nicht so das Problem. Jetzt auch mit diesen Erwartungen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist eigentlich total, total schlimm. Ich brauche Lapis. Haben wir noch Lapis? Bin ich jetzt unsichtbar?
Weiß ich nicht, wo stehst du denn? Anscheinend ja, wenn ich dich die Aufnahme aufgehört. Also das da, F5 so. Ich hab's auf N gelegt, das ist eine Taste, die du sonst nicht brauchst. Auf N? Ah, du bist unsichtbar. Nein. Das, ja, aber du fliegst hier rum. Ich sehe, dass du irgendwas in der Hand hast. Ja, wo bist du? Warte, hier. Ich habe einen kleinen Stock in der Hand, schau mal. Ja, ich hab deine Knochen in der Hand. Was sagst du zu meinem kleinen Stock? Was sagst du zu meinen Knochen? Nicht so schön. Die sind ziemlich kaputt, glaube ich. Was ich eigentlich sagen wollte, also zu dieser Aufnahmehaltung, da habe ich noch gar nicht drüber, Erwartungshaltung, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ist aber eigentlich ganz interessant. Ich sag aber auch mal dazu, wenn ich keine Lust habe, dann ist mir das herzlich egal, weil ich mache das, weil es mir Spaß macht und nicht, weil andere das von mir erwarten, dass ich... Jetzt laufen wir ja immer unsichtbar rum. Ja, ich hab auch jetzt hast du keinen Kopf. Was? Du hast keinen Kopf. Mann. Warte, wir reingucken. Irgendwas passt da nicht. Aber wie gesagt, ich mache, weil das, oder weil es mir Spaß macht. Und wenn es mir keinen Spaß macht, habe ich auch kein Problem zu sagen, dass ich mal jetzt keine Folge aufnehme oder so. Von daher, ich denke mal, oder könnte sich das ändern? Ich glaube nicht. Weil es ist ja nicht mein, es ist nicht mein Job, ne? Die Abonnenten sind nicht meine Chefs. Auch wenn denen das vielleicht so gefallen würde, aber ich mache das, wie gesagt, weil es mir Spaß macht. Das finde ich eigentlich das Coole an YouTube, dass man keinen Chef hat. Ja, gut, dafür verdiene ich auch nicht so viel, als wenn ich einen Chef hätte. Von daher. Ja, PewDiePie? Ja, das ist. Es ist auch eine Ausnahme, ne? Naja, es gibt viele Leute, die da, glaube ich, eine Menge. Ja, aber. Wenn du ein Beispiel nennst, fängst du nicht gleich ganz oben an. Weißt du, wenn ich sage, ich fange jetzt an zu programmieren, und dann vergleiche ich mich doch auch nicht gleich mit Bill Gates und Steve Jobs. Doch. Nein, du vielleicht. Nee, aber... Also wie gesagt, ich mach's, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich halt keinen Bock hab, dann bleibt das halt auch mal auf der Strecke. Obwohl, eigentlich hat man immer Bock, irgendwas zu zocken. Also ich bin zumindest so ein Mensch. Ich würde jetzt nie sagen, boah, jetzt habe ich absolut gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Weil irgendwie macht's auch Spaß, was hochzuladen. Und das Schöne sind meiner Meinung nach so die Reaktionen der Leute, wenn man was hochgeladen hat. Das macht eigentlich noch mit am meisten Spaß. Eben. Deswegen macht man eigentlich auf YouTube. Eben. Eben. Ich dachte mal, das ist scharffrei. Oder kannst du es mal kurz aufnehmen? Ja, warte. Brauche ich nämlich kurz ein Gehege, was vielleicht nicht so aufdringlich ist. Was denn? Stell dich, dass ich unsichtbar bin? Ein bisschen. So. So, da noch eine Laterne. Kann da oben noch eine hin? Das ist eigentlich ganz nett. Ich muss ja auch noch was sagen, gell? Ja, das wäre ganz cool eigentlich. Ja, an sich eine sehr interessante Frage, ne? Ich würde mich aber dazu jetzt nicht äußern. Quatsch. Ja, okay, danke für diese Einschätzung. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Es ist gar nicht so leicht, ne? Auch, wie gesagt, ich habe da auch so vorher nie drüber nachgedacht. Also ich weiß nicht, die Erwartungshaltung, also bei mir sind ja schon öfter einfach Folgen nicht gekommen. Wenn man es nicht schafft, dann schafft man es halt nicht. Wenn man halt keinen Bock hat, dann merken die Zuschauer das auch. Das habe ich schon oft genug gesagt. Und ich will es nicht sagen. Und Rendern ist jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, irgendwie nervig. Es gehört halt einfach dazu. Man kann es halt auch immer nebenbei machen. Also von daher ist es ja... Ja, also schlimm wäre es, wenn ich die ganze Zeit da sitzen müsste und gucken, dass das funktioniert. Ne? Ja, dann dann würde ich es mir, glaube ich, überlegen, ob ich sowas mache. Aber so ist es. Ja, der PC läuft in dem Fall sowieso. Dann lade ich halt in der Zwischenzeit auch noch nebenbei was hoch. Eben. Also das passt. Außerdem, das mit dem, mit der Erwartungshaltung und so. Ich will mal sagen, es gibt bestimmt Leute, die machen sich das vor. So, ich muss jeden Dienstag irgendwie ein Video bringen oder so. Aber dann ist es ja eigentlich kein, dann macht es ja keinen Spaß mehr. Das ist ja da nicht der Sinn von YouTube. Was sagst du hier so? Wenn das funktioniert, ist ganz schön eng, ne? Warte. Ja, passt doch. Ja, doch, es passt. Es fragt sich gerade, was das soll. Aber ich find's so schöner irgendwie als. Na, das ist ein bisschen dünner, das stimmt. Fenzes. Guck mal, was sagst du zu den Lampen und zu den Laternen, die ich aufgehangen habe? Auch immer so ein bisschen in anderen Farben. Oh, ja. Ja. Ja, hat so was Elfisches irgendwie. Also oben sind die halt so ein bisschen blau, unten ziemlich grün, dass es immer so ein bisschen angepasst ist. Naja, das ist schon sehr schön. Muss man schon sagen. Da brauchst du halt nur noch irgendwelche Einrichtungsgegenstände, du hast noch so gar nichts, ne? Ja, ich weiß nicht. Im Bett, also im Bett habe ich ja schon, stimmt.
Ja, Wahnsinn. Wow. Das kann ich noch so in ein Zimmer stellen. Aber warte, ich wollte zumindest... Eine Küche wollten wir noch machen. Achso, da ist schon Gras drum. Okay, eine Dschungelküche. Dann hat sich das erledigt. Eine Dschungelküche? Was kommt da so rein? Keine Ahnung, Weed. Hoden Eukalyptus, von Kängurus. Schafe. Achso, ich sollte... Nee, das funktioniert leider nicht. Weil gibt's diese Sachen, die du hier gemacht hast, auch in so Willow-Farbe? Kann man mal gucken, warte. Wie heißt denn der Mod mit den Sachen? Ist nicht Biblio? Boah, wie der heißt, weiß ich nicht. Jetzt mal nochmal diesen scheiß Night Vision weg. Ist nicht Bibliocraft? Warte. Cherry Case. Ja, ich kann ja einfach unter Willow gucken. Willow ist ja dein Holz. Ah ja, hier. Es gibt Willow Cases, allerdings brauchst du dafür das andere Willow Holz, glaube ich. Biblio Woods. Ich weiß nicht, ob das mit denen auch geht. Es geht aus Green Hardwood. Das habe ich noch nie gesehen. Mahogany. Mahagone. Mahogany. Mahogany, das klingt so ein bisschen japanisch. Na, ein bisschen so, keine Ahnung. Mahogany. Konnichiwa Mahogany. Ja, wo ich weiß nicht, wird das, wenn es ein anderes Grün ist, dann passt es ja auch nicht wirklich rein. Nee, deswegen, es ist kompliziert. Ja, vielleicht irgendwie, haben wir Willow oder Mahogany Wood? Mahogany? Haben wir das? Nein, ich glaube nicht. Mahogany. Warum haben wir das nicht? Obwohl, haben wir das nicht? Welche Farbe haben denn die Blätter von Mahogany? Was soll ich das wissen? Ja, normal wird. Siehst du, hier wird es nämlich auch nicht angezeigt. Ich hätte ja auch gesagt, das sind Dschungelbäume, oder? Ja, nicht sicher. Woods. Schau, was wir alles für Holz haben. Ich guck mal ganz kurz, ob mir da was auffällt. Amaranth. Aha. Sakura, Silverwood, Spruce. Tiger. Es wird gleich dunkel. So Tiger-Zeugs. So rot. Ist bestimmt auch nicht schlecht. Ich guck mal gerade. Mahogany? Walnuts. Mahogany? Revenge. Wo kriegen wir das ganze Zeug her? So, das ist so ein... Moment, habe ich denn nicht gerade einen gesehen? Wo bist du? Bist du gerade im Dschungel? Ich bin gerade am Rumfliegen, ja. Ich bin gerade auf dem Weg zum Dschungel. Wenn ich denn richtig bin, ist die Frage. Ja, einfach nur nach Osten. Ja, ich bin auf dem Weg. Hier ist was Rotes. Was ist das denn für ein Baum? Ich nehme jetzt jeden exotischen Baum mit. Hallo, Baum. Hallo, Baum. Gerade bei dir? Nö, eigentlich alles gut. Ich glaub, vielleicht, ich weil glaub, ich gerade schnell fliege. Ja, wollte gerade sagen. Das könnte durchaus sein. Oh Mann, Chavo. Och, was denn? Ich mach's doch nur für dich. Gefunden. Maple Loops. Juhu. Wo muss ich zurück? Maple da. Maple Story. True Story, Maple Story. Oh Mann, Chavo, hör mal auf rumzufliegen. Ich flieg doch gerade zurück. Jetzt reg dich mal nicht so auf. Doch. Du bist ja schlimmer als deine Mutti. Woher kennst du meine Mutti? Ah, hier ist der Dschungel. So, was war das für ein Holz? Das war ein anderes, ne? Ist auch nochmal ein Maple, glaube ich. Nothing what we need, oder? Nothing else matters. Das war das, was ich benutzt habe, ne? Genau, Amaranth ist das. Amaranth ist bestimmt auch nicht schlecht. Ja, das ist ja das, was ich habe. Das gibt's. Also, das haben wir. Ja, das ist dieses dieses Lila, ne? Aus dem kann man ja auch... Oder kann man das? Achso, hier waren wir schon, schade. Ach, was ich dachte gerade, ich hätte einen neuen Tempel entdeckt, aber nischt war es. Ah ja, oh, hier sind pink, das ist Sakura bestimmt. Gut, dann nehme ich aber trotzdem mal das Maple-Zeug hier mit. Hallo. Saplings wären auch nicht schlecht. Ich finde das ein bisschen blöd, dass ich nicht weiß, wo es Mahogany gibt. Mahogany. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, wenn du es wisst. Genau. Wir wollen das wissen. Ja. Wie wann's? Ah, hier ist wieder Öl. Machen wir eigentlich irgendwann auch mal so ein bisschen was mit Brennstoff? Können ja so eine Ölplattform bauen. Ja, eigentlich hätte ich da mal Lust drauf. Also muss ja nichts Großes sein, aber zumindest, dass man es mal gemacht hat, weißt du? Ja, schon klar. Also ich hatte eh gesagt, dass wir mal einmal alles durchmachen, irgendwie so ein bisschen. That's what he said. Vorpubertäre Lache. Bist du eigentlich unsichtbar? Ich sehe dich nämlich nicht. Okay, dann mache ich mich unsichtbar. Ach, das war die Flight Control, verdammt. Ich bin aber auch nicht so aus, ich bin gerade auf dem Weg zum Dschungel. Ah, hier ist der Dschungel.
So, jetzt pass mal auf hier. Doch bestimmt irgendwo Maple oder Mahogany. Mahogany. Hier ist was Rotes. Was ist das da? Sprint. Da, das brauche ich noch. Zwei, die hatte ich doch vorhin. Amaranth. Ah, okay. Was habe ich hier? Das ist auch Amaranth, glaube ich. Ja, gibt es ja eigentlich... Im Dschungel gibt es fast gar keine Variation. Es gibt Dschungel und Amaranth. Ja, eben. Ja. Es, ich meine, das ist schon doppelt so viel, wie es vorher gab, ne? Gab es nämlich Dschungel. Ja, trotzdem. Das ist nicht so eine gute Quote. Ja, wo finde ich dann das andere Zeugs? Vielleicht im Schneebiom. Vielleicht gibt es ja da was Neues. Mahogany ist aber eher so tropisch, oder? Dachte ich eigentlich. Ja, Mahagoni ist eigentlich ein Tropenholz. Eigentlich. Anscheinend nicht. Aber das weiß das Spiel ja nicht. Genau, das Spiel ist ja dumm. Ja. Oh, was okay. Ist das? Okay. Ich habe so einen Silverwood-Baum gefunden. Sind die nicht zum Zaubern wichtig? Ja. Für Thorncraft? Das Boah, dein Zimmer ist so unglaublich schön von draußen. Da kann man glatt neidisch werden. Aber meins ist ja auch schön. Aber meins ist auch schöner. Vorpubertäre Geräusche. Aber du fliegst auch ganz schön schnell, ne? Die Welt lädt nämlich nicht mehr. Ich flieg gerade gar nicht. Raffi. Ich flieg gerade wirklich nicht. Ich mach gerade einen Baum kaputt. Lüg mich nicht an. Ja, okay, ich glaub dir mal. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise aber nett. Kann man mit einer Force mit zwei nicht scheren? Weiß ich nicht. Macht gar nichts. Die kann man nicht mal hauen damit. Oh, Gesundheit. Danke. Bitte. Boah. Ich bin so krank, ey. Ich bin ganz schön kranker Typ, ja. Sag ich dir. All I need is sticks. Ich hab ein Dorf gefunden. Direkt bei unserem Haus, bei unserer Burg. Direkt da? Ja, fast direkt. Warte, ich warte okay. Mal einen Punkt. Dann fliegen wir das nächste Mal hin und kidnappen wieder ein paar Villagers, oder? Na, oh, ja. Du kannst auch ein Portal setzen, das weißt du schon. Ah, bist du schneller da. Jetzt, wo du das so sagst. That's what I said, yes. Mm-hmm. That's what I said, genau. Was für ein Ei? Oh. Den brauchen wir auch nicht. Ist das auch ein spezieller? Nee, keine Ahnung. Ich räume mal gerade ein bisschen die Bude auf. Wir müssen uns auch mal um die Eingangshalle kümmern. Auch mal um die Küche oben kümmern und so Zeugs. Und um die Treppe, um die Fette und so. Ja, ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen Technik schon in den Turm untergebracht. Ja, eigentlich ist jetzt alles im Turm hier eigentlich. Und hier unten? Ja, das andere sind so Maschinen, die wir... Die kann man ja ganz schnell umstellen eigentlich. Ja. Wir können es ja vielleicht... Alter, so einen Turm können wir ja mit diesen Büchern da irgendwie ausstatten, weißt du schon? Dass es irgendwie so eine Wandeltreppe nach oben gibt und dann an der Seite so die einzelnen Bücher. Ja, das können wir gerne machen. Bestimmt. Also auch so mit Bücherregalen quasi. Und dann in die Zwischenräume setzt du dann die Bücherregale. Dinge. Genau. Ach so. Ja, also du hast Bücherregale an den Wänden und ab und zu ist mal ein Freiraum und da kommt dann halt so ein Platz mit so einem Teil. Das war natürlich eine geile Idee. Ja, ne? Bin ich hart für. Dann. Oh, bist sehr gut. Wenn du hart bist, dann sollten wir jetzt aber dann auch dann hören wir nicht, mehr drüber, nicht mehr drüber sprechen. Ich ignoriere das. Ich folge du hast eine Fackel im Arsch. Raffi, du hast eine Fackel im Arsch. Ja, jetzt schreibe ich das noch kurz auf. Turm mit Büchern. So, einer ist nicht mehr hingekommen. Turm mit Bücher. Okay. Jo, aber dann würde ich mich hier bedanken. Wir machen mal kurz einen Stoppie oder schnell einen Stoppie, weil schon wieder viel zu lang. Hoffe, ihr hattet einen schönen Start in die Woche, einen schönen Montag und so, ne? Ich habe ja Ferien. Ja, das kannst du nicht machen. Tschüss. Tut mir leid. Hast du die dort kaputt gemacht? Nein, die brauchen wir hier, ne? Ja, die war da schon Ewigkeiten. Ja, ich weiß schon. Ich wette auch, dass ich die dahin gemacht habe, oder? Egal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.